can't be round. Round a champion, a champion. While the spring's still here, they don't make haste 'cause they know what's coming. We try to wash away our broken years, but it's so hard in the cold summer. Von uns. Genau. Familie Principessa kommt gerade vom Spielplatz. Quasi wie gestern, als wir zusammen hingegangen sind, gehen wir jetzt wieder zurück. Wir haben es ja Sonntag. Fadi war ja richtig schön feiern. Hat ein paar Stunden Schlaf nachgeholt und brauchte dann auch mal eine Tube frische Luft. Und ich muss sagen, seit wir gestern schön an der Luft waren, ging es mir irgendwie richtig gut. Also heute ist der erste Tag seit ein paar Tagen, dass es mir wirklich, ich bin zwar noch schlapp und bin ein bisschen unmotiviert und so, aber mir geht es richtig gut wieder. Also so, ich tanke langsam wieder Power. Und wir machen heute einen ganz entspannten Sonntag. Mensch, diese Raben hier immer, ich weiß gar nicht, wo die herkommen. Auf jeden Fall, Hayley läuft das Näschen schon wieder. Papi, hast du hier irgendwo ein Taschentuch? Die kleine Maus hat jetzt nämlich Hunger und ist müde. Ja, guck mal hier. Schnäup, schnäup. Und deswegen gehen wir jetzt nach Hause. Und dann machen wir für Motte Mittag. Und dann geht's für Motti ins Betty. Hayabushi Baba. Und Papa wird sich mit Sicherheit mit hinlegen. Ich werde dann den Vlog schneiden für heute Abend. Und dann mal gucken, was wir machen, aber ihr werdet es ja sehen. Ach übrigens, und was ich vergessen habe, nämlich zu machen, ich wollte doch unbedingt diesen neuen Seifenspender basteln. Das werde ich dann heute in Angriff nehmen. Und wir müssen unbedingt das Brot probieren, Schatz. Ich habe extra gewartet. Mhm. Bin sehr, sehr gespannt, ob das was geworden ist. Mal schauen. Oh Gott, Leute, ihr glaubt gar nicht, wie spät es ist. Wir haben es jetzt kurz vor 18 Uhr. So viel Zeit ist schon vergangen. Ihr könnt mich auch kaum sehen, da es halt schon dunkel ist. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg zu unserem Lieblings... Ja, wie nennt man sowas denn immer? Schnellimbiss. Merlin heißt der. Der ist hier in Lübeck total bekannt. Und wir haben festgestellt, wir haben da schon ewig und 3 Tage nichts mehr bestellt. Und dort gegessen. Ich glaube, zuletzt war das irgendwann im Sommer. In den Vlogs habt ihr das gesehen. Auf jeden Fall, ja, wir haben irgendwie richtig Lust drauf. Es ist heute so ein richtig gammeliger, schöner, entspannter Sonntag.
Wir waren über eine Stunde mit Motte draußen und auf dem Spielplatz. Und als wir zu Hause waren, hat sie dann gleich Mittag bekommen und noch ein bisschen gespielt. Und dann wurde sie auch schon müde. Dann haben Ralf und Hayley wirklich bis eben fast geschlafen. Also ich glaube bis 20 nach 5. Also fast 3 Stunden lang. Also wirklich Wahnsinn. Aber die Kleine hustet auch schon wieder. Ich habe immer das Gefühl, einen Tag geht's gut. Dann den nächsten Tag ist es wieder schlechter, also ist es echt der Wurm drin. Ich hoffe, das hat irgendwann ein Ende, weil ich habe überlegt, guck mal, am Dienstag habe ich Geburtstag, also am 24. Und dann sind schon 3 Wochen um, dass wir mit dieser ganzen Erkältung kämpfen, also Hayley ja noch viel mehr. Aber das ist ja echt, überall hört man das. Und ihr habt es ja auch unter dem letzten Vlog geschrieben, dass so, so viele bei euch krank sind. Also es ist echt heftig. Ich habe Ralf das erzählt mit dieser Sophie La Giraffe, mit diesem Schimmelzeug, was in den Medien momentan ist, ob wir das aufschneiden wollen oder nicht, um das einfach mal anzugucken. Aber man würde sich halt ärgern, wenn es nicht so ist. Mal schauen. Und ansonsten wollen wir gleich nur noch Dschungelcamp gucken. Wir wollen alle heiß duschen. Hayley wird gebadet. Dann wollen wir zu dritt Pyjama-Jogging-Party machen und dabei schön lecker essen und wie gesagt Dschungelcamp gucken. Ich möchte auf jeden Fall noch ein bisschen Wellness machen. Also eine Maske, meine Fußnägel machen, dann auch ein Fußbad und meine Fingernägel. Also wirklich total relaxed alles und darauf freue ich mich jetzt noch auf den Abend. Und Hayley wird wieder schön den Abend mit bei uns gestalten und dieser Schnellimbiss, ach ja, ist wieder bis zum Rand voll. Das ist so typisch auf dem Sonntag. Ich hasse es, ich hasse es. Das ist jetzt die Ausbeute. Ich habe geholt ein halbes Hähnchen, ein Pita-Brot mit Knoblauchsoße, 2x Mayonnaise, Pommes. Papa Ralf hatte gerade einen Chicken Burger und Hayley hat bekommen einen Abendbrei, den sie, wie ihr seht, hervorragend isst. Gut. Auf jeden Fall wollte ich euch jetzt hier und heute unseren neuen Mitbewohner zeigen. Hast du den schon vorgestellt, wer uns besucht hat heute? Nein. Und für ein paar Tage bleibt, pünktlich zu meinem Geburtstag. Hast du noch nicht gemacht? Nein. Mhm. Ich glaube es ja wohl nicht. Bei mir kommt das hundertprozentig von der Erkältung. Ich bin eh so ein Kandidat. Ich bekomme immer Herpes, wenn ich mich vor etwas Extremes ekel, wenn ich krank war. Oder wann noch? Oft in der kalten Jahreszeit. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wer von euch auch so ein Herpeskandidat ist und wer es noch nie hatte. Du hattest es noch nie, ne? Nee. Noch nie hatte er das. Aber gut, ist immer das erste Mal. Auf jeden Fall, ich habe mega die Fußpflege betrieben mit meinem Lieblings-Schollgerät. Habe mir meine Fingernägel geschnitten, ablackiert. Da war ja so ein durchsichtiger Glitzerlack drauf. Meine Füße sind wieder von Hornhaut befreit. Papa Ralf hat uns Tee gemacht. Und ich werde uns jetzt noch einen Muffelteller machen. Und dann heißt es nachher Hayabushi Baba. Nee, die Großen sind für Mama und Papa. Und das Kleine ist für Hayley. Gestern hat sie echt exakt so ein Wiener Würstelchen auf ihren Löffel gekriegt. Und hier läuft jetzt gerade die Folge von gestern. Hast du Mama auch gestern schon gefüttert die ganze Zeit? Kriegt es Papa? Mama auch? Mhm. Vorsicht mit deinem Herpes. Ach ja, stimmt. Aber ich habe jetzt gerade ein Pflaster drauf. Hayley aber auch. Genau, das ist der Deal. Super. Auf die Füße werde ich machen von Essie, meinen geliebten Bahama Mama. Das ist auch so ein Nagellack, den trage ich ja Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Der ist auch schon fast leer, den werde ich definitiv nachkaufen. Und dann habe ich in Vlogmas, wer sich erinnert, dieses Doppelpäckchen hier gekauft. Einmal den Topcoat und die Farbe 474 Can't Beat Royalty. Von Sally Hansen oder Sally Hansen, ich weiß nicht genau, wie man die ausspricht, Miracle Gel. Und die kosten ja eigentlich echt ein Schweinegeld. Ich glaube, 17 Euro waren sie im Angebot. Und die versprechen ja ewig und 3 Tage zu halten. Und ich hatte nie richtig Zeit, mir den ordentlich drauf zu machen. Und habe gesagt, ich werde diesem Lack auf jeden Fall eine Chance geben und mal prüfen, wie lange er wirklich hält. Denn wenn das wirklich so eine Woche oder anderthalb Wochen hält, dann ist das natürlich das Geld wert. Und dann würde ich mir aufgrund dessen natürlich mehr Lacke kaufen. Was ich aber gar nicht mag, ist die Verpackung. Also es tut mir leid, optisch spricht mich dieser Nagellack null an. Und deswegen habe ich mir auch vorher noch nie einen gekauft. Aber gut, es ist immer das erste Mal. Und schauen wir mal, wie sich der Test bewährt.
Stopp, Schatz. Wir müssen den Moment genießen. Ralf kriegt gerade eine Mittelschwere, weil unsere Brotmesser alle stumpf sind. Und er muss das jetzt mal zum Kleinen machen. Quietsch, quietsch, quietsch. Okay. Riecht schon mal lecker. Oh ja, das riecht echt lecker. Wir gucken nämlich gerade das Dschungelcamp. Motte schläft jetzt auch schon eine ganze Weile, aber wir hatten das jetzt aufgenommen. Also wir gucken es quasi nicht live, ne? Oder wie sagt man? Sondern wir haben auf Pause gemacht und haben nebenher ein bisschen aufgeräumt. Das Einzige, was noch fehlt, ist die Küche und haben ein bisschen gesappelt und gekuschelt. Und jetzt gucken wir das und das ist ja wohl so sau spannend, ne? Und dieser Honey, sorry Leute, aber den finde ich ja so zum... Ich liebe ihn. Nein, wenn ich den sehe, die Visage, seine ganze Mimik, dieses Hinterpiep, das ist halt eine falsche Schlange in meinen Augen. Das habe ich von der ersten Sekunde gesagt, ne? Wie der Name das sagt, Honey, du, so süß, dass mir die Zähne faulen. Auf jeden Fall, ich glaube, die werden ihn gleich richtig... auseinandernehmen. Aber ich habe zu Ralf gesagt, ich schätze mal, dass er rausfliegt heute. Mm-mm. Aber genau, er hat recht. Denn meistens ist es so, die Leute, die richtig es verdient hätten, eigentlich sofort rauszufliegen, die müssen ja dann eigentlich immer erstmal richtig leiden. Und das heißt, er wird jetzt jeden Tag hundertprozentig in die Dschungelprüfung gewählt. Stimmt, aber ich kann nicht nachgedacht, Inge. Yes! Mein Favorit ist auf jeden Fall Mark Terenzi, aber genau, der war die ganze Zeit auf Platz 1, aber jetzt ist auf Platz 1 gehüpft, muss ich wirklich zugeben, und hätte ich niemals gedacht, Carla Loth. Also ist das unser Nutella-Glas? Ja. Boah. Ich sag ja, wir essen hier Nutella, wie andere, ja, eine Wasserflasche am Tag verdrücken. Also wir hauen richtig rein, was das Zeug hält. Auf jeden Fall, ja, Carla Loth, ich finde die total klasse, ne? Ich finde die fair, die ist total liebenswert. Das ist auch nicht so ein Biest irgendwie so, die auch hinterm Rücken redet oder so. Die ist immer voll so, ja, total nett zu allen, ne? Also sie sagt auch ihre Meinung und hat auch ihre kleinen Macken und so, aber das haben wir, hallo, alle. Irgendwie ist mir die super sympathisch. Also der würde ich das auf jeden Fall gönnen. Ich mag die total, ne? Mhm. Ich finde die echt nett. Den Flo finde ich auch okay. Das ist aber mehr so ein bisschen Tussi, ne? Also der lässt das schon gerne mal oder... Aber er ist trotzdem auch auf eine Art nett. Also könnte ich jetzt einen Stundenvlog drüber drehen. Aber naja, sagt mir mal, wer eure Favoriten sind. Macht mal Hashtag mein Dschungelfavorit und dann schreibt ihr, wer es ist. Guck, mir läuft gerade das Wasser im Mund zusammen. Und weißt du, was wir dazu machen, Engel? Ein Glas Milch? Ja. Yeah. Wir verstehen uns. Ja, das ist doch eine gute Beschäftigung nachts um 12, oder? Mhm. Prösterchen. Mm-mm. Noch nichts sagen? Mich haut das nicht an. Also es ist vom Geschmacklichen. Es ist jetzt nicht das schlechteste Brot, was ich gegessen habe. Genau. Aber es haut mich nicht um, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber ich habe es auch falsch gelagert heute Nacht. Es lag die ganze Nacht nicht in der Brotdose, sondern einfach so in der Küche. Vielleicht ist es deswegen so hart geworden. Naja, mein Gott. Okay, ihr Lieben, wir werden uns jetzt verabschieden, weil jetzt gehen die gerade ins Camp und es ist da gleich richtig Highlife in Tüten. Richtig Party. Oh, es ist trocken. Ja, Schatz. Jetzt merke ich mal noch, weißt du, ich stehe Stunden in der Küche. Nein, Spaß. Ich habe mir auch nicht mehr die Nägel und Fußnägel lackiert. Ich hatte keine Lust. Wir haben einfach die Zeit ja zusammen genossen, die wir noch hatten. Und auch mit Püppi gespielt. Und dann wird stundenlang trocknen und warten. Und nee, hatte ich keinen Nerv drauf. Also, wir sehen uns morgen wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und übrigens, wen es interessiert, ich werde morgen, oder wir werden morgen da Giraffe aufschneiden und mal gucken, ob da auch so ein Schimmelanfall drin ist. Hm? Also, macht es gut. Tschüss. Okay, es ist gerade tatsächlich passiert. Ich dachte... Und du freust dich? Ich dachte wirklich, es passiert erst im späteren Alter. Aber während ich hier gerade ganz genüsslich das leckere Essen von Omi verputze...